Hi, meine Lieben. Ich habe ein bisschen Redebedarf. Und zwar geht es um ein Thema, das mich seit vielen, vielen Wochen beschäftigt. Und ich irgendwie das Bedürfnis habe, euch das mitzuteilen und mit euch darüber zu diskutieren und eure Meinung einzuholen. Und zwar geht es um mein Kaufverhalten und um meinen Konsum und ja, wie ich mich selber irgendwie fertig mache mit gewissen Dingen, die ich an den Tag lege, mit einem gewissen Verhalten und das irgendwie, ja, erst jetzt nach 2 Jahren, nachdem ich das kontinuierlich durchgezogen habe, irgendwie begreife. Und zwar einfach dieses extreme, ja, kaufen, kaufen, kaufen. Und es nicht benutzen, nicht benutzen, nicht benutzen. Ich zeige euch jetzt mal was. Einmal das. Ein kleines Körbchen. Und dann noch ein weiteres. So. Für jeden Normalsterblichen ist das wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Kosmetik. Und ich sag euch jetzt mal was. Das sind Sachen, die ich schon aussortiert habe, die ich jetzt nur noch benutze. Das ist nicht mal ein Viertel von dem, was ich insgesamt habe. Das sind die Sachen, die bleiben dürfen. Denn ich verabschiede mich konsequent von ganz, ganz, ganz viel Kosmetik. Teilweise habe ich schon vieles verkauft, teilweise wird einiges verschenkt und da darüber möchte ich halt mit euch reden. Das geht einfach so nicht. Das geht einfach noch so nicht. Ich habe MAC-Lidschatten hier rumliegen, die ich nicht benutzt habe. Ich habe einen komplett unbenutzten MAC-Lidschatten zum Beispiel verkauft. Ich habe so viele Sachen von MAC gekauft, die ich jetzt wieder verkauft habe, die ich über das gesamte letzte Jahr verteilt verkauft habe. Weil ich sie einfach nicht benutzt habe. Wie doof muss man bitte sein, 50 € für einen Puderpinsel zu bezahlen, den dann ungefähr, ja, wenn es hochkommt, 10 Mal zu benutzen und ihn dann für nicht mal die Hälfte des Preises zu verkaufen. Also das ist doch, irgendwas stimmt doch in meinem Kopf nicht. Ich zeig euch mal ein paar Sachen. Ich habe eine riesen Kiste, da habe ich das alles reingeworfen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, noch eine andere Kiste drauf. Lippenpaletten. So. Zum Beispiel diese Palette. Das ist die Jazz Night. Ich habe diese Palette. Dieser Ton ist rausgebrochen, also den habe ich nicht benutzt. Die Palette habe ich jetzt seit einem guten Jahr. Und ihr könnt, glaube ich, selber ganz gut sehen, wie aktiv ich die benutzt habe. Und zwar gar nicht. Ich habe vielleicht mal mit dem Finger hier reingepackt, einmal hier reingepackt, hier und das vielleicht 2, 3 Mal benutzt. Das auch. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich sowas hier vergammeln lasse und ich weiß einfach für mich selber, ich habe die Garantie, dass ich das nicht benutzen werde. Das sind einfach Farben, die ich im Überdruss habe. Hier braun habe ich einfach. Ich benutze braun sehr gerne. Das ist eine meiner Lieblingsfarben. Aber dann lieber als Mono und in der Qualität, die ich inzwischen 100-fach besser gefunden habe und entdeckt habe, als hier. Ich will nicht sagen, dass die Qualität schlecht ist, aber ich benutze es einfach nicht. Es liegt einfach nur rum. Ich habe noch eine andere Nuxe-Palette, die rumliegt. Oder hier. Rouge von Manhattan, die 5, 6 € gekostet haben, die einfach rumliegen. Sogar Bronzing-Puder. Ich habe sogar Bronzing-Puder aussortiert, weil ich es einfach nicht benutze. Und das kann doch nicht wahr sein. Das Allerschlimmste sind Art Deco-Lidschatten. Ich habe. Das hole ich jetzt mal. Bestes Beispiel: Art Deco-Lidschatten. Guckt euch das bitte an. Das sind eigentlich schöne Farben. Hier sind noch zwei blaue. Habe ich jetzt auch ein gutes Jahr und nie benutzt, nie benutzt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich, was heißt nie benutzt? Vielleicht ein, zweimal benutzt. Sorry. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich bin total erstaunt darüber, wie doof man sein kann, wie man sein Geld aus dem Fenster werfen kann für Dinge, die man nicht benutzt. Ich bin gerade die Treppen hochgelaufen. Sorry, ich bin ein bisschen außer Puste. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also die Palette werde ich definitiv behalten, aber die Lidschatten selber, die werden jetzt verlost. Also ich werde einen Contest machen und der oder die Gewinner wird das dann bekommen. Und wenn er oder sie, oder ja, er wahrscheinlich nicht, eher sie, dann sagt, nee, das finde ich ein bisschen unangenehm, ich möchte keine gebrauchten Lidschatten, kein Problem, dann werde ich die einfach nicht mit abschicken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch da Spaß dran haben. Es ist einfach
zu viel an allem. Es ist wirklich schon, ich würde wirklich schon das Wort Überdruss verwenden. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich hatte keinen Spaß mehr an Schminke. Ich muss nicht mehr 15 Minuten lang Lidschatten suchen. Ich habe hier meine beiden kleinen Körbchen. Für jeden Normalsterblichen ist das wahrscheinlich immer noch unwahrscheinlich viel Schminke. Aber ich habe meine 3, 4, 5 Rouges. Ich habe meine 6 Bronzing-Puder, was ja auch immer noch unwahrscheinlich viel ist. Aber ich benutze das. Ich habe Spaß dran. Ich habe endlich wieder Spaß dran, Lidschatten zu benutzen. Endlich habe ich wieder einen Überblick. Ich weiß, da, hier und das und das. Und heute habe ich mal darauf Bock. Ich übersehe Dinge nicht. Es ist so, so, so schade. Ich habe so viel Geld da reingesteckt. Und was mich am allermeisten stört, ist dieses LE-Ding. Sobald ein LE auftaucht, denkt jeder sofort, oh Gott, das muss ich mir besorgen, weil es ist ja in einer Woche weg oder bei Mac in einer Stunde. Und eigentlich brauche ich das ja momentan nicht unbedingt. Es passt auch finanziell nicht so gut, aber es ist ja weg, also muss ich es mir kaufen. Und das sind so Sachen, das ärgert mich am allermeisten, dieses Denken, ich muss mir das jetzt kaufen, weil alle anderen haben es ja auch und ich bereue es, wenn ich es nicht habe. Nein, wieso bereut man das? Das ist doch Quatsch. Das ist genauso ein Rouge wie jedes andere auch. Es sieht auf der Wange sowieso alles gleich aus. Also für mich jetzt. Und ganz ehrlich, wieso habe ich mir blaue Lidschatten gekauft? Die waren auch, der war auch aus einer LE. Wieso habe ich das gemacht? Ich benutze nie in meinem Leben blaue Lidschatten, aber ich fand ihn einfach schön. Er war schön anzusehen, aber das kann doch nicht der Sinn sein. Das kann doch nicht sein, dass man sein Geld für so einen Mist ausgibt. Und jeder, der mich jetzt für bekloppt hält, hat vollkommen recht. Ich bereue das auch total. Ich bereue es auch, dass ich dass ich 50 Euro für einen Bronzer ausgegeben habe. Aber das sind einfach so Sachen, da denkt man nicht drüber nach. Aber das würde ich heute nie wieder machen. Und jetzt bin ich inzwischen am Töpfchen angekommen, am Pfännchen von diesem Bronzer. Und ich bin total stolz und das macht richtig Bock. Versteht ihr, da steckt Leben hinter diesen Sachen, die benutzt sind, die angegrabbelt sind, wo man den Boden schon erkennt, da steckt Leben hinter, die hat man benutzt, da hat man Spaß dran gehabt, die hat man immer wieder verwendet, da weiß ich genau, wo liegt der morgens und so. Das ist genauso mit meinem Art Deco Bronzer, den habe ich jetzt, also das ist der einzige Bronzer, den ich seit Jahren kontinuierlich verwende und das ist jetzt schon mein dritter und ich benutze ihn einfach und ich habe schon 2 leer gemacht und darauf bin ich total stolz. Also das ist wirklich total krass. Und ich kaufe mir nur noch Farben, die ich auch mag. Also diese ganzen Catrice-Lidschatten zum Beispiel. Ich habe richtig Bock, die zu benutzen. Ich benutze die jeden Tag. Ich würde mir am liebsten alle ins Gesicht schmieren. Da sind keine Farben bei, wo ich mir denke, ja, haut dich jetzt nicht vom Hocker. Nein, die gefallen mir alle. Es macht einfach richtig, richtig Bock, diese Sachen zu benutzen. Also, ich habe seit Monaten wieder so richtig Lust auf Schminke. Ich habe keine Lust, Schminke zu kaufen, sondern ich habe Lust, meine Schminke zu benutzen. Also das ist total das befreiende Gefühl. Ich renne nicht mehr irgendwelchen LEs hinterher, weil die Sachen, mein Gott, wenn ich es nicht habe, habe ich es halt nicht. Sterbe ich auch nicht von. Und dieses ganze Gehype ist einfach total unnötig irgendwie. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich da jetzt vielleicht der einzige Mensch auf der Welt bin, der das so sieht. Es ist absolut in Ordnung, wenn ihr Bock auf Schminke habt und wenn ihr Bock habt, Schminke zu kaufen und die zu sammeln. Das ist absolut in Ordnung. Ich verurteile niemanden. Ich habe es ja auch gemacht. Aber wenn ihr Spaß dran habt, ist das in Ordnung. Aber es sollte nicht irgendwie so eine Verpflichtung sein, weil jeder das irgendwie macht. Und es sollte nicht irgendwie... Ich nenne euch mal ein ganz dramatisches Beispiel. Und zwar ist mir mein Hoola-Bronzer kaputt gegangen. Der ist mir hingefallen und in 1000 Teile gebröckelt und in der ganzen Wohnung verteilt. Es tat mir überhaupt nicht weh im Herzen. Es war für mich, ja, ich war kurz davor zu lachen. Es hat mich überhaupt nicht... Wisst ihr, was ich meine? Es war so, ja, mein Gott. Hallo, das Teil hat 30 Euro gekostet. Das kann doch nicht sein, dass man irgendwie sich dann denkt, ja, du hast ja noch 30 andere Bronzer. Nein, Schluss ist vorbei. Ich will meine Dinge wieder lieben. Ich will wieder meine Schminke gerne haben und von Produkten schwärmen. Wann habe ich das letzte Mal von einem Produkt wieder so richtig geschwärmt? Also gut, klar, von zum Beispiel hiervon, weil es so das in der Form, halt das und das. Ne? Aber so kenne ich das halt von keiner anderen Firma. Und hätte ich davon jetzt aber noch 12 andere, dann wäre mir das doch völlig egal. Dann wird das in der Ecke irgendwo rumgammeln. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so das vermitteln kann, was ich vermitteln wollte, aber... Ich habe echt wieder seit Monaten richtig Bock auf Schminke und es liegt halt alles in diesen beiden Körbchen. Und ich freue mich jeden Morgen drauf. Ich habe meine 20, 30 Lidschatten, was ja wirklich schon eine Menge ist. Das ist wirklich richtig viel, aber für so ein Beauty-Opfer, wie ich es bin, ist das, glaube ich, nicht ganz so viel. Es werden keine 30 sein, aber mit den Catrice-Lidschatten jetzt habe ich eigentlich nur noch diese Art Deco-Palette. Ihr seht, die ist benutzt. Die
da sind Gebrauchsspuren. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist? Das ist toll. Dann habe ich noch meine Pigmente von Becky. Ja, und hier und da ein Pigment, halt die Catrice-Lidschatten und Grimace-Lidschatten. Von denen wisst ihr jetzt aber noch nichts. Da werde ich noch ein Video zu drehen. Ja, und das war's. Hier und da vielleicht mal ein Lidschatten, der so lose noch von irgendwo. Ja, Club von MAC habe ich noch, aber das war's dann auch schon. Und das ist ein geiles Gefühl. Ich weiß, die Sachen werden benutzt. Also, ja, ich kann mich nur wiederholen. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, dass ihr da, blauer Fleck, dass ihr da momentan einfach irgendwie die Schnauze voll von habt. Und genau, dann wollte ich euch noch fragen, wie ist das mit diesen gebrauchten Sachen? Also, ist das irgendwie unangebracht, gebrauchte Lidschatten zu verlosen? Ich weiß nicht, weil verkaufen, mein Gott, wer kauft mir die Dinger ab? Dann verschenke ich die lieber. Ich glaube, irgendwer von euch wird da sehr, sehr viel mehr Freude dran haben, als ich es jemals hatte. Und das, ja, das reicht mir dann auch schon. Wenn jemand Freude daran hat, dann bin ich schon glücklich und weiß, es verschimmelt nicht und ich schmeiße es nicht in 2 Jahren weg, wie viel ich schon weggeschmissen habe. Teure Sachen, günstige Sachen, Sachen aus LEs, denen ich so hinterhergerannt bin. Diesen kleinen Essence 50s Fever LE-Pinsel, dem bin ich so übelst hinterhergerannt. Und was ist, jetzt schimmelt er in der Ecke rum. Keine Ahnung. Also, kann doch wohl nicht wahr sein. Also, die Zeiten sind vorbei. Und vielleicht kann ich ja irgendwie, ja, dem einen oder anderen einfach so dieses Gefühl vermitteln, es ist nicht alles Gold, was glänzt, nur weil MAC draufsteht und irgendeine neue, tolle LE ist, die jeder hat, heißt es nicht, dass es unbedingt ein super Produkt ist, dass der Preis gerechtfertigt ist. Zumal ich persönlich auch finde, dass MAC in letzter Zeit mit den LEs wirklich sehr nachgelassen hat. Also da hat mir nichts von gefallen, weder vom Design und so. Das ist alles für mich total kindisch, trashig irgendwie in letzter Zeit auch aufgemacht. Das ist nichts Schönes. Also es ist halt nur meine Ansicht. Vielleicht liege ich da total falsch und vielleicht ist es super cool, dieses ganze Zeug irgendwie zu haben und so. Ich weiß es nicht. Wenn man Spaß dran hat, ist es das bestimmt. Aber ich habe einfach keinen Spaß mehr dran gehabt. Ich habe Spaß an meinen kleinen beiden Körbchen und ja, das reicht mir. Und ich überlege jetzt 5-mal, ob ich mir einen Rouge kaufe oder lass auch mal einen Bronzer liegen. Ich habe sogar Bronzer aussortiert. Die werden entweder weggeschmissen oder verlost. Also das ist so echt, das hat doch schon was zu bedeuten. Ja. Und ich spare natürlich eine Menge Geld. Und habe ein gutes Gefühl und alles ist gut und kann mein Geld anderweitig irgendwie, ja, sparen oder für irgendwelche anderen tollen Sachen ausgeben, an denen ich vielleicht mehr Freude habe. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so. Das würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare da lasst, wenn wir ein bisschen so darüber diskutieren könnten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Süßen. Tschüss!